Hallo und herzlich willkommen zur Online-Autorenmesse. Ich bin Jorenka Jürg von Schreibfluss und unterrichte, wie man veröffentlichungsreife Romane schreibt. Und heute ist mein Gast Ruprecht Frielix. Rupi, ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist. Das ist total schön, dass ich dich dafür gewinnen konnte. Na, ich unterstütze gerne alles das, was neu ist, was spannend ist und was natürlich auch nützlich ist für die Autoren. Wunderbar, danke dir. Du bist für mich wirklich ein Urgestein der Szene. Du bist schon seit Jahren, seitdem ich eigentlich aktiv bin, ist mir dein Name immer wieder untergekommen, ob beim Monsieur-Forum oder ähnlichen Veranstaltungen, in den E-Books-Bereichen, da bist du natürlich auch bekannt. Du bist selber Verleger, du bist Autor, du bist stellvertretender Vorsitzender des Self-Publishing-Verbands und eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was du nicht bist. Oh, ich bin nicht Schwimmer. Oh, wir haben was gefunden, sehr gut. Und nicht Tänzer. Okay. Ja. Nicht Schwimmer, nicht Tänzer. Aber ja. Jedenfalls alles rund um Buch dürfte dir irgendwie total in Fleisch und Blut übergegangen sein, oder? Na klar, natürlich. Mein ganzes Berufsleben bestand letztlich aus dem Umgang mit dem Wort. Also ich habe als allererstes, als ich 1969 nach West-Berlin kam, damals aus dem Münsterland, habe ich zuerst mal Fotograf gelernt und habe also gerade richtig von der Pike auf fotografiert und die entsprechenden Dinge also auch in der Pressefotografie gemacht. Habe dann entdeckt, dass das gesprochene Wort, das geschriebene Wort mir doch angenehmer ist als das reine Foto. Habe dann angefangen zu sehen, dass die Redakteure keine Lust hatten, Bildunterschriften zu schreiben, weil sie zu faul waren. Also habe ich das dann eben gemacht und dann plötzlich gemerkt, dass sie mir sagt, ja, ey, Obi, kannst du nicht auch noch ein paar Zeilen dazu schreiben zu deinem Foto, einen kleinen Artikel oder dies oder das? Ja klar, kein Problem. Und dann habe ich gesehen, dass also eine große Faulheit in diesen Redaktionen bestand und habe dann natürlich die Artikel geschrieben und dann eben gesehen, dass man für einen Artikel doch etwas mehr verdiente als für ein Foto. Mhm. Und so kam dann eins zum anderen, aus kleinen Artikeln wurden große, dann habe ich eine ganz normale Redakteursausbildung gemacht, wurde dann Feuilletonchef, wurde Chefredakteur von der Publikumszeitung, habe eine Werbeagentur gegründet, habe ich dann selbstständig gemacht, habe dann 1980 meinen ersten Verlag gegründet, der sich ja damals schon sehr stark mit dem Thema Self-Publishing beschäftigte, nur es hieß eben ganz anders. Es waren Dienstleistungen für Autoren, die gerne veröffentlichen wollten. Und das habe ich dann 20 Jahre oder 22 Jahre lang mit großem Erfolg gemacht. Mir hat 10.000 Autoren unter Vertrag, habe werktäglich ein Buch produziert, also es war richtig Power. Dann habe ich aber mitgekriegt, dass im amerikanischen Bereich, also das Digitale schon stark gekommen war. Bei uns schlief der ganze Markt natürlich noch. Habe dann in Amerika gesehen, was man alles machen kann mit digitalen Dingen. Habe meine ersten eigenen Büchlein als PDFs dort veröffentlicht mit Lulu. Die waren die ersten. Dann fing BOD in Deutschland an und so kam eins zum anderen. Bis dann 2011 Amazon eigentlich den Befreiungsschlag führte in Deutschland, nämlich den amerikanischen Kindle auch nach Deutschland exportierte. Und damit natürlich eigentlich das, was wir heute Self-Publishing nennen, möglich machte, aber Amazon hat das nicht erfunden, sondern das gibt es also alles schon sehr, sehr, sehr viel länger. Die haben es nur. Eine lange Erklärung, aber vielleicht so historisch ganz interessant, was hat der Typ eben mit seinem Leben gemacht und ja, auf jeden Fall. Es gibt nichts Schöneres, als Bücher zu schreiben und Bücher zu machen und Leuten zu helfen, Bücher herzustellen und tolle Bücher zu präsentieren. Das ist eine wunderbare Sache und das mache ich sehr, sehr gerne. Super, wunderbar, ja. Und also, heute wollen wir darüber reden, ob Self-Publishing eine Lösung ist und wenn ja, vielleicht für wen, was du da jemandem raten kannst, wenn man sich entscheiden möchte zwischen Verlag und Self-Publishing oder wie man das auch kombinieren kann, was du da jemandem raten kannst. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Buch fertig geschrieben soweit und ich bin mir nicht sicher, wohin ich gehen soll. Was würdest du mir raten, wie sollte ich da rangehen? Also dann würde ich sagen, wenn du auf der Suche bist nach einem Verlag, und das ist ja der Autor erstmal klassisch, dann hast du schon den ersten Kardinalfehler gemacht, denn ich würde erstmal überhaupt kein Buch schreiben, sondern ich würde erstmal einen Plot schreiben, eine Idee schreiben, ein Exposé formulieren und vielleicht ein Kapitel geben, damit man einfach sieht, kann der Typ überhaupt schreiben, wie schreibt der oder die Autorin, also egal jetzt. Ja. Und dann würde ich auf die Suche gehen nach jemand, der also vielleicht bereit ist, da mal einen Blick reinzuwerfen und mir ein Feedback zu geben. Ja. Wenn man gleich mit so einem ganzen Manuskript ankommt, dann damit begeistert man niemand. Es ist ja sowieso nicht die Frage, die du stellst, stellt sich ja wirklich dem Autor, gehe ich zum Verlag oder werde ich Self-Publisher? Es gibt ja keinen Verlag, der auf uns wartet.
Ja. Das muss man sich ja erstmal klar machen. Es gibt Ja. ja keinen Verlag, der begeistert ruft: Ach, gute Frau, endlich kommt mal jemand, der ein Manuskript bringt. Wir haben so wenige und wir überlegen schon seit Jahren, ob da nicht mal jemand klopft an unsere Verlagstür und uns endlich mal ein Manuskript bringt, denn wir würden gerne ein Buch machen. Also es ist so, dass die Autoren in Deutschland hunderttausende Manuskripte Wow. einschicken in die ganzen Verlage und dass also von diesen weit über 100.000 eingesandten Manuskripten weniger als 1% überhaupt nur das Licht der Welt erblickt. Das muss man ganz klar sagen. Die meisten werden gleich in die Tonne gefeuert. Und weil sie schon optisch unprofessionell daherkommen, also wenn du jahrelang wie ich Manuskripte ausgepackt hast, dann merkst du schon, da ist ein starker Raucher am Werk gewesen. Der hat mit 40 Schwerstfällen, da stinkt das Papier schon. Oh Gott, also da hast du schon gar keinen Bock da reinzugucken. Ja? Wenn Das du ist bei E-Mail wenigstens nicht der Fall. Ja, ist schon klar, aber ich meine, wir gehen ja erstmal vom klassischen Papier aus und die meisten Verlage sind auch in Deutschland noch ein bisschen noch nicht so fortschrittlich, dass sie unbedingt gleich E-Mails brauchen. Aber letztlich kann man das auch in die Welt des Digitalen übersetzen. Man muss sich erstmal ein bisschen schön präsentieren. Wenn ich eine Tüte Gummibären dazulege, ist das schon eine freundliche Geste. Ja? Oder eine Tafel Schokolade. Dann kommt der andere schon in die Verpflichtung, weil er gerne Schokolade isst wahrscheinlich, oder irgendeiner wird sich da schon greifen und sagen, dann sagt er, also, er hat sich wenigstens Mühe gegeben, also tu mal und schreib ihm wenigstens einen Ablehnungsbrief, was ja sonst gar nicht kommt. Ja. Also es geht schon vieles darum, oder fängt vieles da an, wo ich meine Leistung verpacke, wie ich Ja. sie präsentiere. Das fängt an, ob ich eine Briefmarke auf den Umschlag klebe oder nur irgendwie, weiß ich was, irgend so einen blöden Stempel oder so einen Freistempler. Das hängt davon ab, ob ich interessantes Briefpapier habe, ob ich mir Mühe mache mit der ganzen Geschichte und beginnt nicht erst da, wo die erste Zeile geschrieben wird. Also die Verpackung, auch digital, vollkommen egal, spielt eine Riesenrolle. Und dann sicherlich aber auch, dass man sich darauf einlässt, bei wem man da überhaupt anklopft, sozusagen. Ne? Wer ist das überhaupt, dass man sich wirklich informiert? Ich möchte ja als Autor auch wirklich ich gesehen werden. Das heißt, die wollen ja auch erstmal wahrgenommen werden, dass Genau. man wirklich guckt, was genau wollen Wir die. haben in Deutschland vielleicht, ich bin jetzt nicht ganz sicher, vielleicht 6.500 Verlage, die also irgendwie als Verlage auch tätig sind. Mögen, können auch 7.000 sein, ist egal. Da würde ich mich erstmal darum kümmern, wer überhaupt mein Genre, was ich also bedienen möchte, anspricht. Also wenn ich jetzt hier Lyrik bin, mache und irgendwie halt Schmerzgedichte schreibe, dann hat es wahrscheinlich wenig Sinn, dass ich das an Sukamp schicke, obwohl ich gerne in so einem regenbogenfarbigen Büchlein erscheinen möchte. Muss mir wahrscheinlich irgendeinen nehmen, der vielleicht Spaß hat, Lyrik zu lesen und der vielleicht auch schon engagierte Lyrik gemacht hat und vielleicht auch so eine Art von Lyrik, wie ich sie mache. Man soll möglichst zielgruppengerecht arbeiten und möglichst genau sehen, wer macht sowas, was ich mache. Da passe ich rein. Ja, also jetzt ist es klar, die Verlage, die werden überschwemmt von Manuskripten, manche gute Qualität, viele nicht, aber überhaupt dort durchzukommen, ist ja wahnsinnig schwer. Das ist ja bekannt im Prinzip. Das Genau. heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe recht wenig Chancen mit einem Verlag, ja, mein Buch zu veröffentlichen, und ich könnte mir vorstellen, dann mache ich doch ein Self-Publishing, also ich bringe mein Buch selber heraus. Ist das sozusagen die Lösung? Also auf jeden Fall ist es erstmal eine Alternative, die zum Buch führt, die sicher zum Buch führt, die ohne Diskussionen zum Buch führt, die ohne Verlust von Persönlichkeit, Selbstachtung oder wie auch immer zum Buch führt, die zu einem Buch führt, das so ist, wie ich es mir vorstelle und wie es vielleicht meine Leserschaft auch wünscht, wenn ich meine Leserschaft kenne. Es ist also ein relativ unverfälschtes Produkt meiner selbst. Das kann Vorteile haben, muss es aber nicht. Weil ja im Self-Publishing nicht unbedingt davon ausgegangen werden kann, dass da ein Coach mit dran sitzt, dass da ein Lektor mit dran sitzt. Manchmal sitzt nicht mal ein Korrektor dran. Also es sind also ziemlich selbstgestrickte Werke, die die formende Hand eines Verlagsbetriebes kennenlernt. Also ich meine jetzt also die Bearbeitung eines Textes, der Umgang mit dem Text. Das muss ja nicht unbedingt positiv sein, was man im Verlag erkennt. Also oder erlebt. Ich kenne viele Autoren oder einige Autoren, die auch früher bei mir waren, die gesagt haben, also auch ein Surkamp-Autor zum Beispiel, bei Surkamp habe ich ein so mörderisch hartes Lektorat und es gefällt mir einfach nicht, was die machen. Ich komme nicht zu meinem Text. Ich möchte das lieber so machen, wie ich das mir selbst vorstelle.
und die dann einfach sagen, ich mache das auf eigene Kosten. Umberto Eco hat früher im guten Panel von den AEX gesprochen, die Autoren auf eigene Kosten. Mhm. Früher, bei Goethe fing das an, musste man viel Geld in die Hand nehmen. Ja. Da mussten dann riesige Mengen gedruckt werden. Da gibt es ja ganz berühmte Beispiele. Manche wurden dann berühmt, die Bronte-Sisters, Heinrich Mann, also der Bruder von Thomas, dessen erster Roman privat von der Mutter veröffentlicht wurde, um dem Jungen einen Gefallen zu tun. In einer kleinen Stadt war das. Also bis hin zu Peter Hertling, zu Nele Neuhaus, Namen, die wir auch heute noch kennen und die auch heute noch gelesen werden. Die haben alle irgendwie erstmal auf eigene Kosten angefangen. Und das ist letztlich auch das Self-Publishing. Was muss ich denn für Kosten bedenken, wenn ich ins Self-Publishing gehen möchte? Ja, also das hängt ganz davon ab, was du möchtest, also und was du tust. Wenn du professionell herangehst, dann nimmst du dir einen Lektor, der mit dir ein Manuskript durchspricht. Vielleicht fängst du im Anfang schon an, mit einem Coach zu sprechen, dem du den Plot vorlegst, dem du das erste, zweite Kapitel vorlegst, dem die Figuren erklärst, um seinen Rat anzunehmen und vielleicht Tipps und Informationen zu kriegen, was man vielleicht anders oder besser machen könnte. Der Lektor würde dann in stilistischer Hinsicht arbeiten mit dem Text, würde vielleicht arbeiten mit den Figuren, würde eben klassische Fehler ausmerzen, wie die berühmten Lektoratsfehler. Die Protagonistin geht am Strand spazieren und sammelt 3-4 Steine ein und kommt nach Hause in ihre Karte, wo sie versonnen aus dem Fenster auf die stürmische See blickt und legt 7 Steine aufs Fensterbrett. Dumm gelaufen, so viel hatte sie nicht. Das ist der klassische Fall. Ne? Der Lektor prüft, ob Figuren, die eingeführt werden, auch wieder ausgeführt werden und die einfach plötzlich vergessen werden. Mhm. Der Lektor prüft, ist mir neulich in einem Roman vorgekommen, dass nicht Tote plötzlich wieder hinter der Theke stehen und Bier ausschenken, weil der Autor vergessen hat, dass er das Kapitel da schon tot war, dieser gute Barmann oder was ich, der Keeper da. Also solche Sachen, das sind ja alles Dinge, die dem Autor selbst manchmal nicht auffallen, aber die natürlich ein guter Lektor findet. Mhm. Der kostet halt Geld, also der Code. Der Lektor, dann käme der Korrektor. Das ist ein getrennter Arbeitsgang, selbst wenn es von einer Person gemacht wird, also wenn der Lektor auch Korrektor ist. Aber man muss es trennen. Und der Korrektor ist natürlich ganz, ganz wichtig, damit das hinterher also nicht eine Fehlerwüste wird und dass die Kommata halbwegs stimmen. Das ist schon ganz wichtig. Es wird nie ein fehlerfreies Buch geben. Ja. Selbst in einem Stephen King kann man mal eine Kleinigkeit finden, wo man sagt, also naja, das habt ihr einfach überlesen. Aber was einfach nicht geht, sind diese fehlerhaften Manuskripte, die wir heutzutage im Self-Publishing leider Gottes noch sehr häufig haben. Dann kommen wir zum Covergestalter, ganz wichtig, der vielleicht schon früher eingesetzt wurde, vielleicht sogar schon vor, wie es manche Autoren machen, vor dem Schreiben des Manuskriptes, dass wir klare Vorstellungen haben davon, was will ich da überhaupt schreiben, wie heißt das Buch, Titelklärung gehört dazu, wie sieht das Cover aus und sich unter der Vorgabe, so wird mein Buch aussehen, dieses Buch schreiben. Mhm. Ich kenne einige Autoren, die das so rum machen. Ja, kenne ich auch einige. Mhm. Also viele machen es anders. Aber jemand, der Cover macht, muss ja auch irgendwo von leben, also kostet auch ein paar Mark. Mhm. Dann muss man vielleicht jemand haben, der das ganze Buch gestaltet, ein bisschen vernünftig auszeichnet, Flattersatz ordnet, das ganze Ding in eine Datei gießt, also ob es nur eine PDF ist für den Druck, in richtigen Papierdruckereien, On Demand oder so, in Mobis, in EPUBs, in welche Formate auch man immer das haben möchte. Auch das kostet Geld. Wenn man meint, das alles selber machen zu können, spart man das. Aber je mehr Dienstleister man einsetzt, desto teurer wird das. Wir gehen davon aus, dass in etwa nach den Umfragen, die wir auch im Rahmen des Self-Publisher-Verbandes gemacht haben unter Self-Publishern, dass ein durchschnittlicher Autor, der Erfolg hat, etwa 3.500 Euro einsetzt. Okay, das ist richtig Geld. Das ist eine richtige Zahl, das finde ich schon mal echt ein guter Tipp. Also 3.500 Euro kann man auf jeden Fall. Geld, ne? Also es ist, davon hat er ja noch nichts. Er hat ja nicht ein Buch verkauft. Ja. Dann kommen Marketingaktionen, vielleicht Werbung. Das kommt auch noch dazu. Und wenn die Maschine richtig läuft, dann kann es natürlich sehr lukrativ sein. Mhm. Wenn wir die Top-Autoren sehen, da gibt es, die wir also in den Amazon-Bestsellerlisten sehen, dann weiß man ja, wie viele Bücher muss man pro Tag verkaufen, um meinetwegen in den ersten 10 zu sein. Ja. Und dann gibt es Kriterien von Self-Publishern, die sagen, was ist denn nun wirtschaftlicher Erfolg? Mhm. Und die Self-Publisher, die ich kenne und mit denen ich zu tun habe, auch privat, die gehen davon aus, dass es zwischen 20.000 und 30.000 verkaufte Einheiten pro Monat Erfolg bedeutet. Okay. Wenn man das jetzt mal umrechnet in Geld,
nehmen wir mal an, diese Einheit kostet 2,99 Euro, mhm. egal ob nur Papier oder was auch immer, ja. oder E-Book. Davon sind 70% meins, sind 2 Euro, mal 20.000, mal 30.000, ist eine wahnsinnige Summe. Also ich hätte den Erfolg auch schon früher definiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, gut. Ich spreche jetzt von denen, die natürlich jetzt gerade ganz oben auf der Suche schwimmen. Ja. Da gibt es wirklich tolle Leute, also Elke Bergsma, Nika Lubitsch. Wir sind ja mittlerweile so weit, Nika Lubitsch ist mittlerweile verfilmt, ein Buch vom ZDF. Da sind natürlich dann Folgerechte da, die sind natürlich extrem interessant. Mhm. Weil daran kannst du dann richtig Geld verdienen. Früher haben viele Autoren nur an der Zweitrechtsverwertung Geld verdient, das heißt an der Verfilmung. Mhm. Und wenn das mal zustande kam. Also dann, ja, wenn das mal zustande kam, klar, aber ich meine, so. Ja, aber also, was man. Soll es ja geben. Ja, ja, auf jeden Fall, klar, die Chancen sind da, natürlich. Ja, ja. Das heißt aber eben genau dieser Punkt, wenn ich das E-Book rausgebracht habe, jetzt als E-Book, als Self-Publisher, kann ich schlecht erwarten, dass es sich von selbst verkauft. Das heißt, ich muss auch da wirklich nochmal überlegen, was kann ich denn im Marketing investieren? Ja. Ob das jetzt Geld ist oder Zeit, aber eins von beiden sollte ich. Ja. Deine Zeit musst du ja irgendwie veranschlagen. Wenn du den Mindestlohn ansetzt, dann musst du ja irgendwie auch jeden Tag 10 Stunden, dann sind ja auch schon wieder 150 Euro stehen auf der Uhr. Selbst wenn du sie jetzt nicht ausgegeben hast, aber ich meine, du könntest die Zeit ja auch für was anderes verwenden, zum Beispiel für Schreiben. Ja. Darum glaube ich, dass nicht jeder, der geborene Self-Publisher ist, jeder Autor, weil man ja wirklich ein sehr vielseitiges Figürchen sein muss, der bereit sich selbst zu promoten, der bereit ist, weiß ich was, die Rampensau zu spielen, der nach vorne geht, der also Leute fragt, ob er lesen kann und ob er sich irgendwo hinstellen kann, um seine Bücher zu verkaufen oder von mir aus in den Buchhandel geht, um zu sagen, also hier wollt ihr nicht mal meine Bücher verkaufen, der also sehr, sehr, sehr viel macht. Ja, und sicherlich auch der hat Erfolg. Ja, der sicherlich auch den Mut hat, einfach die Sachen auszuprobieren. Denn also wenn man so überlegt, als Self-Publisher muss man ja die Aufgaben größtenteils eben selber übernehmen, die der Verlag sonst macht. Und der Verlag ist schon seit Jahren, Jahrzehnten im Geschäft. Die wissen so zumindest im Groben, auch nicht immer richtig, aber die wissen so im Groben, was sie wie machen können, um ein Buch eben rauszubringen, zu promoten und Leser zu bringen. Und man selber muss dann ja eben neu starten. Also ich habe ja 2011 mein Buch selbst rausgebracht als E-Book eben und habe da viel Try and Error zu Neudeutsch, wie man so schön sagt, auch haben. Müssen, um überhaupt die Erfahrung zu sammeln, was funktioniert oder was funktioniert. Wo kann ich denn wie überhaupt mir lesen? Hat es funktioniert unterm Strich? Bist du zu dem Erfolg gekommen, den du dir vorgestellt hast? Absolut, absolut. Ich bin so froh, dass es nicht geklappt hat. Da ja, bist du noch ein gutes Beispiel. Ja. Und kannst eigentlich die von dir gestellten Fragen viel besser selbst. Nein, ich glaube, eine Kombination ist das. Ist schon okay. Und hast du auch ein Papierbuch daraus gemacht, also so Create Space oder BOD oder sowas? Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Es ist aber vor allen Dingen so gelaufen, dass ich über einen Kleinstverlag das Papierbuch rausbringen konnte und die Rechte behalten durfte, sodass ich dann das E-Book mich hauptsächlich drauf konzentriert habe. Ja. Und also ich, für mich ist es top damals gelaufen. Muss dazu sagen, es ist 2011 gewesen, also als das Ganze noch im ersten Jahr. In den Startlöchern war. Ne? Also das ist noch nicht, heute muss man noch ein bisschen mehr rödeln, sage ich jetzt mal, um da wieder. Ja, auf jeden Fall. Es war 2011, also im April fing das an. Da hatte ich 100 Tage lang ein Buch in den Top 10, das hieß Kindle für Autoren. Genau, ne? Ja. Also das war damals noch relativ leicht. Damals kam ich noch in die Top 10, wenn ich, sagen wir mal, 60, 70 pro Tag verkauft hatte. Ja, auch genau. Matthias Matting war damals mit seinen ersten Ratgebern. Also wir waren praktisch die Leute der ersten Stunde. Ja. Mit den Verkaufszahlen rutsche ich heute in einen Bereich von, sagen wir mal, unter die ersten 1000 vielleicht. Aber ich komme schon nicht mal mehr in die ersten 100 rein, weil natürlich ein viel höheres Angebot ist. Der Wettbewerb ist viel, viel härter geworden. Ja, genau. Und es sind viel, viel mehr Leute unterwegs, die also zappeln und zucken und zerren, um dann nach oben zu kommen und rudern. Ja. Und das ist natürlich auch nicht immer mit den saubersten Mitteln. Also es gibt da ja auch viel Neid, leider Gottes, in der Branche, statt solidarisch zusammenzuhalten, schlägt man sich lieber die Köpfe heimlich ein. Es gibt da interne Gruppen, die Leute hochpushen, um sie zu bewerten. Auch das kann man wieder kaufen. In Amerika gibt es da also richtige Unternehmen, die sich darum kümmern. Also es hat auch unschöne Seiten. Aber natürlich ist, sagen wir mal, sind zwar noch goldene Zeiten, aber es ist lange nicht mehr so leicht, Geld zu verdienen wie in den ersten Jahren. Also das kann ich aus meinem eigenen erleben. Also ich bin mit 40 Titeln dabei, ich kann nicht aus meinem eigenen Erleben ganz klar sagen. Ja, ja. Ja, genau, also da sprichst du auch... Heute bin ich so ein Mittellist-Typ und dann sage ich, also in der Mitte
kommst du auch gut klar. Mhm. Denn wenn ich so und so viele Titel habe und jeder Titel spielt mir meinetwegen 100 im Monat ein, dann bin ich bei 40 Büchern ja auch schon so, dass ich jeden Tag fast ein frisches Brötchen kaufen kann. Also, und eine Zeitung, ja. Ja, sie ist und am Wochenende eine Currywurst. Also, yay, also, die ist drin. Das funktioniert schon. Ne? Und man muss ja nicht gleich den wunderbaren Weg von Poppy Anderson oder sonst was nehmen. Muss man nicht, genau, muss man nicht. Nee, aber ich glaube auch, es ist wirklich, es ist eine tolle zweischneidige Geschichte. Es bietet unglaublich viele Möglichkeiten, aber man muss schauen, ob man der Typ dafür ist. Weil auch ein Punkt, den du angesprochen hast, ist, dass der Ton vielleicht auch ein bisschen rauer sein kann zum Teil. Also auch das habe ich manchmal, also das ist einfach, muss man austesten, ob man das so für sich als eventuell auch sensible Autorenseele mag oder nicht. Ja, das ist, und da gibt es sicherlich auch große Unterschiede zwischen den Genres. Mhm, ja. Wir haben ja nun bei den Damen ganz klar Chick Lit oder Romance vorne. Ja. Und da ist der Markt natürlich eng. Ja. Da stehen schon eine Menge weibliche Autorinnen oder Autorinnen auf der Matte und wollen alle irgendwie gelesen werden. Ja. Ich meine, offensichtlich ist der Markt noch nicht erschöpft, das klappt alles noch, aber irgendwann muss sein. Ja. Große Chance immer noch aus meiner Sicht im Sachbuch besteht, ein Bereich, der also vollkommen noch gar nicht entdeckt worden ist im breiten Spiel. Weil das Sachbuch bietet sich natürlich geradezu an, Zielgruppen zu finden. Also was ich was, durch Kindle für Autoren ist ziemlich klar. Ich spreche Autoren an, die also in irgendeiner Weise digital unterwegs sind. Also leichter geht's nicht. Aber ich kann, also Sachbücher gibt es mittlerweile, die schon sehr erfolgreich laufen, auch im digitalen Bereich, über Abnehmen, über Gesundheitsgeschichten. Also einfach How-to-Do-Books sind sehr, sehr gut. Und da gibt es noch einen Riesenmarkt, der ist überhaupt noch nicht. Also im Amerika ist überhaupt noch nicht da. Ja. Das wird der Markt der nächsten 3-4 Jahre sein. Ja, das denke ich auch. Aber ich denke trotzdem auch nach wie vor, auch wenn es härter geworden ist, ist es eine echte Chance für viele Autoren. So wie du sagtest, es ist eine echte Alternative. Man sollte mal versuchen und nicht gleich vor lauter Angst sagen, ach du lieber Gott, ich schaffe das sowieso nicht. Der hat ja eben noch erzählt, 30.000 muss man im Jahr und im Monat verkaufen und dann gibt es auch 100.000 Frauen, die da auch schreiben. Also mit meinen kleinen Liebesgeschichten. Also man muss schon irgendwie an sich glauben. Man muss was dafür tun. Man muss Menschen überzeugen und sagen, also hier, guck mal, es gibt einen Grund zu, das Buch zu lesen. Das bedeutet, dass man mit dem Buch sehr viel arbeiten kann und arbeiten muss. Wenn das Buch toll ist, wenn es wirklich toll ist und wenn es ein überzeugendes Cover hat, dann wird man auch Leser finden. Ja. Was im Umkehrschluss heißt, wer glaubt, der Leser wird einem den Druckfehler schon nachtragen und ach, ich zeichne mein Cover mal selbst oder lass meine 4-jährige Tochter da irgendwie mal schnell zusammenpampern. Ja, also der verliert. Der arbeitet gegen sich. Weil wenn du ein Buch von einem Autor oder einer Autorin gelesen hast, was Schrott ist, was fehlerhaft ist, was packst, dann ist dieser Name verbrannt. Das ist auch ein Punkt. Ganz klar. Das, genau. Das ist so, als du ein Coaching machst und da kommt nichts mehr raus, ist vollkommen sinnlos und kostet nur Geld, dann wird natürlich dieser Autor nie wieder zu dir kommen, weil er sagt, und auch nie positiv über dich sprechen. Ist es aber so, dass du Erfolg hast, dass der sich angesprochen fühlt und sagt, Mensch, also Jorenka, das ist diejenige, welche. Ja, dann kommen schon andere und sagen, ey, du hast doch hier die oder den beraten, kannst du nicht bei mir auch helfen? Und so funktioniert es beim Autor ja auch. Also wenn ich bin Stephen King-Fan, um mal was ganz Triviales zu sagen, wenn heute Stephen King ein neues Buch produziert, der Mann ist ja immerhin schon 70 und immer noch aktiv, dann weiß ich blind, dass ich damit nicht in die Scheiße greife. Das ist ein Buch, was hundertprozentig Qualität hat. Ob es mir gefällt, eine ganz andere Sache. Aber es ist handwerklich. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Wir reden über Handwerk. Ja, ja. Das nicht ist über gut. Kunst. Wir reden über Handwerk. Die handwerklichen Bedingungen müssen gegeben sein. Ja? Wenn ich ein Auto kaufe, erwarte ich, dass dieses Auto mich von A nach B trägt, dass ich nicht auf irgendeiner Autobahn hängen bleibe oder dass mir ein Rad abfällt oder irgendwie plötzlich das Auto explodiert oder zu dampfen anfängt. Das ist beim Buch auch so. Ein Buch ist ein Begleiter, von dem ich erwarte, dass es mich in irgendeiner Weise unterhält oder glücklich macht oder stimuliert oder anregt oder mir auch nur die Zeit vertreibt. Aber wenn ich da auch schon auf der Hälfte liegen bleibe, du lieber Gott, was für ein Krempel und oh Mann, ja, also feuer ich in die Ecke oder schaff's gar nicht weiterzulesen, weil es einfach furchtbar ist, dann ist das diese Marke verbrannt. Ja, das ist übrigens ein Thema, das ich auch ansprechen wollte, weil als ich kreatives Schreiben noch studiert habe, damals war das wirklich auch noch so, dass der
das Credo war durch die Bank weg, auf keinen Fall selbst veröffentlichen. Damit hast du deinen Namen für immer für alle Verlage verbrannt. Und das hat sich ja durchaus stark verändert. Also es ist heute nicht mehr so, dass du automatisch nicht mehr für Verlage interessant bist, nur weil du schon selbst veröffentlicht hast. Aber ein gewisses Risiko bleibt trotzdem noch da, oder? Also ich sehe es heute nicht so. Gar nicht mehr? Ich komme aus der Zeit, wo man noch gesagt hat, oh Gott, also der da praktisch für sein Geld ausgibt, um sein Buch zu veröffentlichen, der hat es ja nicht drauf, der kann es ja nicht besser, der hat es nötig. Ich kenne Zeiten, wo die Edelfedern der FAZ über Bücher von mir geschrieben haben. Da kommt ja Ekelverdacht auf, wenn man solche Bücher lesen soll, okay. Ja, weil das Feuilleton die abgelehnt hat. Das hat sich glücklicherweise komplett gewandelt. Heute ist es so, wer etwas erfolgreich ist oder wer länger, sagen wir mal, wer 2-3 Wochen oder 2-3 Monate, sagen wir es vorsichtig, in den Top 50 ist, der hat 100%ig schon 1 oder 2 Verlagsangebote gekriegt mit der Bitte, ach, wollen Sie nicht mal vielleicht Kontakt aufnehmen, was wir Ihnen anbieten können. Das heißt, die Top-Autoren werden alle von den Verlagen regelrecht angesprochen und akquiriert. Ja, ist übrigens bei mir der Fall gewesen. Nein? Ja, ist bei mir der Fall gewesen. Mein E-Book ist mittlerweile bewältigt. Bist du angesprochen worden? Und da kommt ja dann auch die Rolle der Literaturagenten, die sollte vielleicht in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen, ins Spiel. Weil zunehmend wird natürlich die Verlagsarbeit, die eigentliche Entdeckung der Autoren oder der Novitäten auf Scouts abgewälzt. Verlage entlassen immer mehr Leute, bauen ihr Personal ab. Diese ganzen Lektoren werden nur noch so Vermittler von irgendwelchen Terminen und Aufträgen und Subunternehmern und sind gar nicht mehr Verlagslektoren im klassischen Sinn. Diese Arbeit, gute Autoren ausfindig zu machen, wird den Verlagsagenten oder den Scouts oder den literarischen Agenten überlassen. Und da haben wir in Deutschland also natürlich wieder das Vorbild Amerika. Eine sehr interessante Entwicklung. Wir haben also einiges Self-Publisher, die mittlerweile schon unter Vertrag bei diesen Scouts sind. Mhm. Also Nummer Mara Wolf, Anderson, also selbst die Königin der Plagiatoren, Martina Gerke, alle die sind in irgendeiner Weise unter Vertrag. Und das bedeutet natürlich, dass die Agenten das ja nicht machen aus Selbstzweck, sondern dass sie daran eine Chance sehen, es zu verbreiten. Und wir wissen, dass Poppy zum Beispiel bei Rowold und Mara bei Bastei und so weiter. Und da machen die auch wieder interessante Erfahrungen. Und es ist auch interessant zu fragen, was habt ihr denn jetzt für Erfahrungen mit dem Verlag gemacht? Seid ihr so glücklich? Und dann stellt plötzlich heraus, dass mir Mara Wolf sagt, um das mal als Beispiel zu sagen, naja, weißt du, mit meinem Titel, den ich mir selber vorgestellt habe, bin ich gar nicht so klar gekommen. Die wollten den nicht haben. Und meine Covergestaltung wollten die auch nicht haben. Die wollten es so und die wollten es so. Und warum ist das so? Das ist so, weil da natürlich Figuren in diesen Verlagen sind wie Vertreter, die sagen, das können wir nicht verkaufen oder das ist schwierig. Mhm. Die Zielgruppen von Self-Publishern und Verlagen sind in Deutschland vollkommen unterschiedlich. Ja. Verlage verkaufen an Buchhändler. Ja? Buchhändler sind konservative, teilweise tolle Leute, aber teilweise extrem nicht innovativ. Ja. Verkaufen an den Leser und die Leserin. Verkaufen an den Endabnehmer, der das wirklich essen muss, verschlingen will. Die haben einen ganz anderen Zugang. Verlage wissen teilweise nicht viel über ihre Leser. Die wissen, dass sie Buchhandlungen haben, die das regelmäßig verticken und dann, dass sie da also partieweise oder von mir aus gleich palettenweise die Produkte einliefern können. Das ist natürlich toll, aber letztlich sind deren Zielgruppen andere als die Zielgruppen der Self-Publisher. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Nee, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, sich das klar zu machen, dass dieser ganze Weg ganz anders funktioniert. Das ist echt toll, dass die eben an andere verkaufen. Ja, diese anderen haben eben auch andere Vorstellungen. Ja. Eine Buchhändlerin, die weiß ich was, 40 Jahre im Job ist und schon etwas zerknittert über im Buchleben, in der Buchwelt einherwandert, will vielleicht also große Literatur und braucht also noch den letzten Flash, um nochmal einmal freiwillig aus dem Sofa aufzuspringen und Juhu zu schreien. Ja? Eine 20-jährige Leserin, die vielleicht einfach nur im Urlaub tolle Lektüre haben möchte und sich einfach nur leicht und flockig unterhalten möchte. Ja. Die hat ganz anderes Bedürfnis. Die will gar keine hochgezogene Literatur. Vielleicht kann man sie eines Tages dahin führen. Das ist eine andere Frage. Aber wenn die in den normalen Buchladen geht, bis vor ein paar Jahren, hat die aber kaum eine Chance gehabt. Das kommt jetzt alles erst, dass plötzlich die Auslagen bei Hugendubel und Thalia plötzlich
interessanterweise ändern. Ja. Ja. Also humorige Titel kommen, dass immer mehr Romance-Titel plötzlich nach vorne kommen, ja. Dass Krimis auch von deutschen Autoren plötzlich da liegen. Vor allem, ja, genau, nicht nur nach US-Autoren, sondern eben deutschen. Mhm. Früher hat man ja einfach gesagt, wenn die USA, sagen wir mal, 100.000 von dem Produkt verkaufen, dann weiß ich, dass ich etwa 5.000 in Deutschland verkaufen kann. Ja. Das reicht mir für eine Startauflage, also kann ich den Autor nehmen. Ja, wenn er eine Million verkauft, verkaufen wir 50.000. Es gab da feste betriebswirtschaftliche Gedanken oder Berechnungsformeln, mit denen man genau sagen konnte, wie viel verkaufe ich in Deutschland von dem Titel X, der in Amerika so und so viel verkauft hat. Und heute hat er natürlich keinen deutschen Autor genommen. Denn warum? Man wusste ja nicht, ob der überhaupt geht. Den musste man ja erst einführen. Ja. Ich war heute Morgen bei dem Hugendubel in Berlin und sehe da auf dem ersten Regal Jonas Winner. Mhm. Jonas Winner ist einer der ersten Self-Publisher des Jahres 2011 gewesen. Mhm. Berlin Gothic oder Berlin Gothic, wie du es auch nennst, einen Reihentitel geschaffen hat, der also alles weggefetzt hat, was nur möglich war. Mhm. Ein Zehnteiler, der in einem Jahr geschrieben wurde. Ja, Wahnsinn. Autor, der heute Verlagsautor ist. Mhm. Anni Münzer, mhm. eine wunderbare Autorin, die bestverkaufteste Autorin bei Create Space war des Jahres, ich glaube 2013 oder 2014, lege ich mich jetzt nicht fest, die dann zu Piper gegangen ist. Mhm. Die eine Startauflage von 100.000 hatte mit den Schmetterlingen. Ja. Und die natürlich ganz anders dann Vorauszahlungen bekommen hat. Also das zeigt sich, dass da also sehr interessante Dinge sich bewegen zwischen Self-Publishing und klassischem Verlag. Aber du glaubst nicht, dass man sich den Namen verbrennen kann, wenn man mit schlechter Qualität rausgeht? Doch, das ist also habe ich ja, glaube ich, deutlich gesagt. Also, auch für die Verlage, dass man sich nicht nur für die Leser, sondern auch für die Verlage. Nicht, lese ich jetzt von irgendeinem Murkel, Zeug, wo ich also wirklich, wo mich die Fehler anspringen und wo die Geschichte einfach nicht glatt ist und wo Holter die Polter erstmal 10 Seiten in einem sogenannten Prolog erklärt wird, was denn alles passiert und warum ich das geschrieben habe, bis ich dann endlich in die Story komme, um dann erstmal die erste Blutlache zu sehen und den ersten Cliffhanger im besten Fall nach 3 Stunden kriege. Ja, also da muss ich ja durchhalten, da muss ich ja schon eine sehr, sehr treue Seele sein und sehr langweilige Seele. Also da werde ich so schnell nicht wieder zu greifen. Ja, aber also dass die Leser vielleicht nicht nachkommen, das ist klar. Aber also wie gesagt, damals im Studium hieß es vor allen Dingen, dass die Verlage mich nicht nehmen würden, wenn ich selbst veröffentlicht hätte. Ja, und aber die Verlage sind ja letztlich Geldmaschinen, Gelddruckmaschinen und müssen sich natürlich auch umstellen. Die Verlage sind in einer großen Problematik. Wir haben in der ganzen Szene erleben eine Disruption. Das heißt, die ganze Szene kommt ins Wackeln durch die Digitalisierung und die Verlage, die überleben wollen, machen das, was ich eben beschrieben habe. Die gucken und sehen interessante Self-Publisher, die plötzlich da 100.000, 200.000 Stück verkaufen von ihren Büchern und bitten natürlich die an ihren Tisch in der Hoffnung, dass sie sie retten. Mhm. Ja, Umsatz. Ja. Weil sie teilweise nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Mhm. Ich berate Verlage, also klassische Printverlage, die sind vollkommen fassungslos. Die stehen da und sagen, ja, müssen wir denn auch was auf Facebook machen? Sollten wir einen Twitter-Account machen, Herr Frühling? Ja gut, da habe ich doch was gehört mit Bildern. Ach ja, Instagram, macht meine Tochter. Ich sage, na schauen Sie mal, könnte man vielleicht auch für die Bücher nutzen. So läuft das ja praktisch. Ja, ja. Wenn du dann Verlage hast, wie Surkamp, deren E-Book-Preise höher sind als die Printpreise. Und wenn du dann sagst, ja, was denkt ihr euch denn dabei? Und dann ist die Antwort, ja, aber wir haben doch so viel auf Lager. Wir müssen das Zeug doch verkaufen. Ja, wo soll das denn münden? Ja. Also das geht schief. Und darum wird natürlich auch in der Verlagsszene der ein oder andere kaputt gehen. Mhm. Im Verlagswesen wird sich viel tun. Ja. Und nur die fit sind und die clever sind und die Zeichen der Zeit begreifen, werden überleben. Und da ist kein Platz mehr für jemanden, der sagt, naja, das hat ja einen Geruch. Das hat ein Geschmäckle, ja? Der verbrennt sich ja. Ja. Mhm. Wer das sagt, es gibt viele Leute, die das denken, natürlich, aber das sind Leute von gestern. Mhm. Ja. Wirklich Leute von gestern. Die sind stehen geblieben und darauf würde ich überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen. Mhm. Wenn ich einen solchen Menschen überzeugen würde, dass mein Name nicht verbrannt ist, sondern dass ich immer noch der tolle Autor bin, ja, den er sich vielleicht wünschen würde, dann habe ich so viel Arbeit getan, um einen, der überhaupt nicht von mir überzeugt ist und der sich auch gar nicht überzeugen lassen will, für mich einzunehmen, dann gehe ich doch lieber auf Leute zu, die offen sind.
Ja, gut, interessant, was du da machst, schaue ich mir mal an. Super, hast du damit Erfolg, klasse. Ja, wir haben auch eine Zielgruppe in der Richtung. Ja, lass uns das so versuchen. Das ist doch viel, viel besser. So kommen wir ja zum Hybridautor. Genau, da wollte ich nämlich auch gerade drauf. Ne? Was für Möglichkeiten gibt es, das zusammen zu kombinieren? Na, also der Hybridautor, diese Mixform, dieses Zwitterwesen aus jemand, der Self-Publisher ist und der Verlagsautor ist. Also Poppy Anderson, jetzt das klassische Beispiel, ne? Die also einen Teil ihrer Reihe extra oder eine Reihe extra geschrieben hat, um sie also im Print, also in einem klassischen Verlag zu veröffentlichen und die auf der anderen Seite ihre Boston Globe-Romane von irgendwelchen wunderbaren Sportmannschaften, die den großen Vorteil haben, dass da, glaube ich, 11 Jungs spielen, die sich natürlich immer wieder neu verlieben. Da sind schon 11 Teile da. Mhm. Ich habe mich gefragt, ja, was machst du mit dem 12. Teil? Er sagte, es kommt wohl vor, dass sie sich dann wieder mal trennen. Und dann braucht ja wieder eine neue Freundin. Oder die Freundin A nimmt den Freund B weg. Also eine endlose Story, never-ending Story. Super, bro. Ja, ich konnte nur bis 11 denken und mir fehlte auch die Fantasie, wie das denn da weiterging. Also das ist also eine Hybridautorin, klassisch, wunderbar erfolgreich, tolle Frau, sehr überzeugend und die in jeder Richtung arbeitet, die also ihr Self-Publishing-Spielchen spielt und ihr Verlagsspielchen spielt. Mhm. Und am Strich damit natürlich glänzend rumkommt. Ja. Wie groß hältst du die Chancen, dass man tatsächlich sowas, also bei mir ist es ja gelungen, dass ich gesagt habe, Kleinverlag und E-Book selber. Siehst du sowas öfters, auch in größeren Verlagen, ist sowas möglich? Wahrscheinlich lassen die das nicht mit sich machen, ne? Dass die lassen immer, wenn Verlag, dann komplett, oder? Nein. Also es gibt eine Menge Beispiele, auch bekannter Autoren, die meinetwegen nur die Printrechte weggeben. Also es ist erste Pflicht des Autors, nicht gleich begeistert Juhu zu schreien, sondern sehr genau hinzuschauen, sich vielleicht auch beraten zu lassen. Also die Vertragsberatung spielt eine Riesenrolle. Mhm. Wenn man einen Literaturagenten hat, dann macht er das ja für einen jeweiligen Autor. Aber ansonsten nicht immer sagen, lass immer einen Profi drauf gucken und vergib jedes Recht einzeln. Also Übersetzungsrechte, das sind ja alles Nebenrechte, die man genau definieren kann. Nebenrechte, Printrechte sind getrennt zu vergeben. Dieser Standardvertrag, der alles subsumiert und dann vielleicht keine Begrenzung hat, ist tödlich. Denn E-Book-Rechte, wenn man die einmal vergeben hat, die kriegt man ja nie wieder zurück. Ja. Weil das E-Book ist ja immer lieferbar. Genau. Das unbedingt begrenzen, sonst ist das Buch an einer Kette, die noch 70 Jahre nach dem Ableben des Autors hält. Das ist nun mal so, vom Urheberrechtlichen her. Ja. Definierte Zeiträume. Ja, genau überlegen, was gibt man ab. Und sich nicht da zu falschen oder faulen Kompromissen hinreißen zu lassen. Das ist wichtig. Also ich will nur sagen, lieber vorher mal in ein Gespräch investieren und ein paar Mark ausgeben mit jemandem, der einen ein bisschen schüttelt und fragt, sag mal, bist du sicher, dass du das richtig machst? Ne? Ja. Und dahin, dass dieser Verlag dann Nein sagt. Dann war es eben der Falsche. Ja. Wo finde ich so jemanden, wenn ich keinen Agenten habe? Wo kann ich jemanden suchen, der mir da hilft, auf den Vertrag mitzugucken oder das zu klären? Ja, also das können eigentlich erfahrene Coaches machen, die in dieser Richtung wirklich Erfahrung haben. Das können eventuell auch Urheberrechtsanwälte machen, die also in der Verlagsszene oder Verlagsrichter, die da sich gut auskennen. Aber ob die sich die Zeit nehmen und was das dann kostet, möchte ich jetzt nicht unbedingt hier erörtern, aber es ist auf jeden Fall, die Juristen sind nicht die preiswerteste Variante. Mhm. Habt ihr da im Self-Publisher-Verband vielleicht auch Kontakte? Ja, natürlich. Der Self-Publisher-Verband sammelt ja nicht nur Autoren, sondern versucht auch Kontakte zu Dienstleistern zu finden. Wir haben auch beispielsweise für alle Mitglieder einen Justiziar, der Erstberatung macht, wenn es Probleme gibt. Wenn Titelüberschneidungen sind, wenn irgendwelche Abmahnungen kommen aufgrund irgendwelcher Verwechslungen, Identitäten, Beleidigungen und so weiter. Da haben wir, also das bieten wir unseren Mitgliedern an im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Und wie ich weiß, wird da schon häufiger Gebrauch von gemacht, weil gerade Leute, die keine Ahnung haben, noch nicht lange im Verlagswesen sind, die können in unheimlich viel Fangeisen tappen. Mhm. Abmahnerei in dem Bereich geht jetzt langsam los. Ja. Nicht unterschätzen. Überall, wo Geld vermutet wird, kommen die Geier. Ja. Und das sind bestimmte Anwaltskanzleien, die absolute Geier sind und absolut unseriös sind. Und dann weiß ich was, dann hast du vielleicht jetzt einen Facebook-Like-Button. Heute haben wir gerade eine Entscheidung des Landgerichts, weiß ich nicht was, weil man das nicht mehr haben darf. Also bloß weg damit. Aber wer weiß das denn alles? Und selbst wenn man alles liest, was veröffentlicht wird,
Ich meine, wir haben ja gute Möglichkeiten. Self-Publisher-Bibel von Matthias Massing, Martin greift diese Dinge auf. Auf Facebook gibt es eine fast 10.000 mitgliederstarke Self-Publisher-Gruppe, wo man da eintreten kann ohne Probleme, wo man sich Rat holen kann. Mhm. Self-Publishing Day ist eine Institution, die einmal im Jahr kommt, um Autoren weiterzubilden, zu qualifizieren. So etwas, was du leistest, bietet Autoren Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sich einfach Rat zu holen, Menschen kennenzulernen. Mhm. Wir sagen, im Verband gemeinsam erreicht man mehr. Ja. Man muss freimachen von diesem Spitzweg-Idyll, dass ich da irgendwo wie unter dem Regenschirm was reinliege, in meinem Bett liege und dann irgendwie meine Zeilen da schreibe und keiner weiß davon. Also das ist 18. oder 19. Jahrhundert. Ja, also wir leben heute in einer Welt, in der die Gemeinschaft eine große Rolle spielt. Ja. Man muss natürlich das Händchen haben, auch die richtigen Leute zu finden. Also es gibt sicherlich auch negative Gestalten und Spielverderber. Also das muss man natürlich auch wissen. Und auch Neider. Also das ist leider Gottes typisch deutsch. Mhm. In der Szene, ich habe tolle Leute kennengelernt, wirklich. Und ja. Da findet man wirklich auch Spaß. Ja. Arbeit muss ja Spaß machen. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und wenn sie mir Spaß macht, dann wird sie auch gut. Ich glaube, das ist auch ein gutes Kriterium nochmal für die Frage eben, ob man in den Self-Publishing-Bereich gehen sollte oder nicht. Ob es einem wirklich Spaß macht, diese ganzen Sachen mitzumachen halt, von Cover über Marketing, über Lektorat, dass man da wirklich bereit ist und dass es einem Freude bereitet, da selber Hand mit dran anlegen. Ja, da kommen jetzt diese menschlichen Kriterien dazu. Du musst eigentlich sehr offen sein. Ja. Du musst selbstkritisch sein. Du musst in der Lage sein, auch mal eine negative Meinung auszuhalten und nicht gleich zu jammern. Und nicht gleich deine ganze Verwandtschaft zu mobilisieren, weil da mal eine Ein-Sterne-Rezension kommt und die dann alle losschlagen lassen, mit Knüppeln auszustatten. Und den Rezensenten kann ja irgendein Idiot sein, völlig egal. Also man muss souverän sein, das ohne ertragen, akzeptieren und es einfach hinnehmen und immer versuchen, das Beste draus zu machen. Ja. Immer auch eine Ein-Sterne-Rezension ist positiv, weil das Schlimmste, was dem Autor passieren kann, ist, totgeschwiegen zu werden. Ja. Ja. Ja, dann bist du nämlich völlig weg vom Fenster. Und nur 5 Sterne wirkt auch immer ein bisschen unrealistisch, oder? Es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen Rezension und Rezension. Genau. Dann steht ja, ich finde es ganz toll, was Jorenka da wieder geschrieben hat. Und ich warte schon fiebrig darauf, dass sie den nächsten Titel schreibt. Und ach, wie toll und bravo, weitermachen. Dann ist das ja für den fremden Dritten ziemlich wenig informativ. Also da möchte ich eigentlich schon wissen, warum diese Person so interessiert ist an deinem Werk, was das Tolle ist, was dein Werk ausmacht, warum ich es lesen soll. Ja. Ja, dass du toll bist, geschenkt, dass dein Buch toll ist, geschenkt. Ich weiß ja gar nicht, wer das sagt. Ich kenne ja diese... Ja. Ob der Geschmack überhaupt gleich ist oder... Genau. Genau. Also was mich eigentlich erwartet, erwartet mich da ein Blutrausch, erwartet mich da was, ich weiß irgendwie, das verzuckerte Idyll, worum geht es überhaupt? Also, das ist eigentlich das, was eine gute Rezension ausmacht. Mhm. Aber es ist auch, ja, es ist ein bisschen Trugschluss, glaube ich, zu glauben, dass wenn man zum Verlag geht, dass man dann gar nichts tun muss, oder? Also heutzutage und auch schon seit vielen Jahrzehnten, sage ich ganz ehrlich, muss man auch investieren. Mhm. Also ich werde nie vergessen, dass Mario Adorf, der Schauspieler, dass der vor, das ist vielleicht 20 Jahren her, zu mir an den Stand an der Buchmesse kam, damals hatte ich noch meinen Verlag, und sagte, weißt du, was Kiwi von mir verlangt hat? Ich musste hier ein Frühstück finanzieren. Für das Geld hätte ich bei dir das ganze Buch gekriegt und so weiter. Ich bin so sauer. Ja, dann wurde mal eben gesagt, ja, wir machen eine Präsentation. Ich war, lieber Autor, komm. Steige da mal 5-stellig ein, Frankfurter Hotel, und da laden noch ein paar wichtige Influencer ein. Und er zahlt das. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn so ein berühmter Typ wie Marco Adorf das zahlen muss, also das ist doch seltsam. Ne? Ein Nobody, ich meine, der war ja in seiner Zeit wirklich, ist heute noch ein toller, wunderbarer Schauspieler, ein Charaktertyp. Und vielleicht nicht der geborene Autor, aber er hat auch ganz nette Geschichten geschrieben. Ja, bitte, also. Und wer Mario Adorf mochte, der konnte dann auch schmunzeln und darüber lesen. Aber er war stinksauer, als er plötzlich genauso zur Kasse gebeten wurde. Ja. Und übersetzt auf heute bedeutet das, ein Autor, der bei einem Verlag unterkommt und nicht die ganze Promo auf Facebook und Co. macht, also in Social Media Kanälen, der verschwindet. Mhm. Der wird von den anderen, die mehr machen, überholt. Und dann sagt der Verlag, das Buch läuft nicht. Ja.
Ja, also man muss sich auch da genauso darauf einstellen, dass man eben am Marketing mittlerweile am besten selbst versucht, was mit in die Hand zu nehmen und das Auf zu jeden beeinflussen. Fall. Also das heißt, der Verlag, es sei denn, es ist jetzt ein wirklicher Großverlag, der richtig investiert, der ein Vertreternetz hat, der dich wirklich präsentiert auf den, also auf der erst also flachliegend Frontpage, am Tisch möglichst im Kassenbereich oder direkt neben der Kasse, wo der teuerste Platz ist, oder der Rack-Marketing macht und also genau definiert, wo dein Buch zu stehen hat. Wenn du den nicht hast, dann musst du alles selber machen. Der Buchhandel ist auch ein ganz knochenhartes Geschäft gewesen. Ja. Immer schon. Ich denke auch da, was du sagtest, auch ein Stück weit immer noch dieses Altmodische, ne? Der klassische Buchhandel ist halt der klassische Buchhandel und ist irgendwie immer noch relativ fern von sozialen Medien oder ähnlichen Dingen, also dem Online-Bereich. Ja, also man versteht einfach nicht, was man da soll. Man denkt, da sind sowieso nur Deppen unterwegs und ja, sind irgendwie computersüchtig und können sowieso keinen richtigen deutschen Satz auf die Reihe kriegen. Was ja möglicherweise hier und da auch stimmt. Ja, Aber klar, die aber. spielen den ganzen Tag oder gucken sich irgendwelche Filme an, die wollen sowieso nicht lesen. Aber dass das heute alles anders geht, dass ich auch über das bewegte Bild, zum Beispiel BookTube, ja, also YouTube, Ich habe ab. ja eine BookTuberin als Interviewpartnerin hier auch Ah, dabei. dann wirst du sehen, darüber durchaus Leute gewinnt, dass man den Leuten auch klar machen muss, zu lesen, wenn man das einfach ein bisschen vorstellt. Und das gab es ja im Fernsehen früher auch. Ich sag mal, Klassiker ist eben literarisches Quartett gewesen. Und da fand man den Reich Ranicki mit seiner schnarrenden Stimme, der alles schlecht machte, aber höchst qualifiziert schlecht machte. Den fand man interessant und dachte, das schlecht war, dann lese ich das mal. Ne? Also insofern haben sich manche Verlage gefreut, wenn Reich Ranicki zugeschlagen hat, weil er einfach ein Promotyp war, eine Rampensau erster Ordnung. Schlechte Presse ist auch gute Presse, ne? Auf Genau. jeden Fall. Ich sage, nicht schlimmer als totgeschwiegen zu werden. Ja, genau. Und vieles davon verlagert sich heute eben ins Netz. Jürgen von der Lippe hat wunderbare Sendungen im Fernsehen gemacht. Jetzt ist er seit 1 oder 2 Wochen auf YouTube zu sehen, macht seine Shows nur noch auf YouTube. Ja. Seine Buchshows. Ja, super, ja. Vorstellen und so weiter. Und das geht zunehmend. Elke Heidenreich, solche Leute, die sind alle in die digitale Welt gestiegen, weil sie gesehen haben, dass es in der alten Welt wenig Chancen nur noch für sie gibt. Ja. Wenn ich jetzt vorhabe, zu euch in den Self-Publisher-Verband zu kommen, also ich bin jetzt natürlich schon drin, aber theoretisch, ne? Was sind magst du einfach mal erzählen, was sind die Voraussetzungen dafür und warum sollte ich das tun? Was sind meine Vorteile? Ja, die Vorteile sind erstmal, dass du in einer tollen Gemeinschaft bist und Jurenka ganz, ganz hautnah erleben darfst. Natürlich schon mal was ganz Besonderes. Und dich Und ja ach, so ein alter Saurier im Hintergrund, auch. ich knurre dann auch mal nicht an. Nein, also wir nehmen Leute auf, die mindestens einen, also Autoren auf, die mindestens einen Titel im Self-Publishing gemacht haben. Also das ist die einzige Bedingung. Wir wollen also, dass zumindest eine Erfahrung im Self-Publishing gemacht ist. Wenn der ein Buch hat und 90 Bücher, was ich was bei im ABC Verlag, dann spielt das keine Rolle. Er ist trotzdem erfahren im Bereich des Self-Publishing. Die Kosten sind 96 Euro pro Jahr. Für diesen Beitrag hat er nicht nur diese charmante Damen um sich herum, sondern er hat auch klare andere Vorteile, die weniger verfänglich sind. Er wird auf den beiden großen Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt ausgestellt. Er wird herangeführt an Interviews. Wir vermitteln, weiß ich was, Präsentationen. Er hat die Möglichkeit, das hatten wir vorhin schon mal erwähnt, sich juristisch beraten zu lassen. Er hat Vorteile, indem bestimmte Dienstleister ihm ihre Leistungen zu reduzierten Preisen oder mit Rabatt anbieten. Er hat eigentlich die Präsentationsgemeinschaft. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, denn wer sich heute alleine auf einer Messe stellt, der kann ja so laut schreien, wie er will. Das geht im Gewusel der Zehntausende einfach unter. Und wir sind in einem sehr guten Wachstumstempo mittlerweile angekommen. Also wir haben eine stabile Basis. Wir verdreifachen unseren Raum allein auf der Leipziger Buchmesse. Das heißt, es wird richtig groß. Wir haben unsere eigene Bühne im Self-Publisher-Bereich, also in der Self-Publishing-Halle, wo wir Interviews machen, wo wir über Lektorat sprechen, wo Covergestalter was sagen, wo wir Literaturagenten interviewen, wo also wirklich richtig viel gemacht wird und machen das natürlich auch wieder mit anderen Partnern, mit dem Verband freier Lektorinnen und Lektoren zum Beispiel, mit denen wir wieder zusammenarbeiten, um also auch diesen
Kontakt zu den Lektoren herzustellen oder auch mit dem Literaturcafé, das ist unser direkter Standnachbar, der auch in der Self-Publishing-Arena aktiv ist. Wir haben also auch mit unseren Fördermitgliedern sowas von BOD bis zu Bookrix, bis weiß ich wohin, bis zu Jurenka, die, wie ich heute gehört habe, bald Fördermitglied werden möchte. Herzlich willkommen. Das war nur noch schwer raus. Also hat dann Möglichkeiten, mit Menschen, mit sehr kompetenten Leuten Kontakt aufzunehmen, mit Fachleuten Kontakt aufzunehmen, die genau wissen, worüber sie reden. Also nicht nur irgendwelche Verkäufer an der Ecke, sondern Leute, die aus der Szene kommen, die diese Szene beherrschen, die sie kennen, die sie verstehen, die darin Erfahrung gesammelt haben. Das ist unglaublich viel. Und die vor allen Dingen eben auch die Informationen frei rausgeben. Ja, also das ist, glaube ich, immer das Prinzip. Also ich bin ein alter Barcamper. Früher gab es ja diese Barcamps, wo man einfach sagte, jeder teilt sein Wissen mit jedem. Ja. Also jeder von uns hat Wissen und jeder sagt meinetwegen eine halbe Stunde, spricht über sein Wissensgebiet und gibt dann einfach das Preis, was er kann, weil er von den anderen lernt und dafür zahlt er mit seinem Wissen. Und das ist ein tolles Prinzip. Ja, ja. Das machen wir praktisch im Prinzip auch in unserem Verein. Ja. Im Self-Publisher-Verband, den man dann mit der entsprechenden selfpublisherverband.de erreicht. Genau. Link kommt auf die erste Linie, ja, mach mal einen Link rein und wenn man dann das scrollt, da gibt es ja so einen Button, beitreten und klick, klack und schon ist man dabei. Gefangen. Biene im Honig. Im Honig, das ist gut, genau. Ja. Und hat endlich Ansprechpartner, einen Anlaufpunkt, kann Fragen beantworten. So, wir machen Regionaltreffen, also ja. In Berlin mache ich regelmäßig jeden Monat und wir haben also beim letzten Mal meinetwegen YouTube für Autoren. Wir machen dann das demnächst Lyrik für Autoren, Sachbuch. Wir haben immer interessante Gäste, die dann auch aus ihrer Welt etwas darstellen und vortragen. Mhm. Und mittlerweile kommen da also fest 40, 50 Leute hin zu diesen Treffen. Das ist schon für den Anfang ganz toll. Und da muss man auch gar nicht Mitglied sein, da kann jeder kommen. Das ist also völlig, völlig offene und freie Veranstaltung für Autoren. Und ich denke, da leisten wir eine Menge. Und das tun wir ja auch eigentlich ganz gerne, weil das der Sinn ist. Der Sinn des Self-Publishing liegt eigentlich ganz wesentlich darin, sich zusammenzuschließen, sich gegenseitig Vorteile zu verschaffen, sich gegenseitig zu helfen. Ja. Wenn das so funktioniert, ist es eigentlich eine tolle Community. Ja, das ist wertvoll. Das ist, ich meine, das ist ja auch wirklich das Tolle, was wir uns als Autor manchmal wünschen, nicht nur immer am Schreibtisch alleine zu hocken, sondern wirklich eben in Kontakt zu treten mit anderen, nicht nur mit den Lesern, sondern auch mit anderen Schreibenden und da wirklich eine Welt um einen zu haben, die einen auch versteht. Ja, das ist unheimlich wichtig, weil das Schreiben ist ein sehr einsamer Prozess. Mhm. Also man tippt ja nun letztlich vor sich hin oder schreibt mit der Hand und es kostet ja Stunden um Stunden um Stunden. Ja. Und im besten Fall hat man ja erstmal nur den Partner, wenn man einen Partner hat, der das Manuskript liest oder der das alles erträgt, was er da alles erzählt bekommt. Es gibt berühmte Fälle, Karl May ließ sich ja scheiden, weil seine Frau sich geweigert hat, seine Romane zu lesen. Ja, für sein Maschinenfräulein, die Dame aus dem Nachbarhaus, die dann also seine wahnsinnigen Geschichten von Old Shatterhand und was nicht alles abtippte. Das kann jedem Autor passieren. Und jeder Autor kann passieren. Nicht? Aber es ist natürlich auf die Dauer, reicht das ja nicht aus, weil der Partner meint es ja gut und mag einen ja und liebt einen ja und dann sagt er natürlich meistens, also will ja nicht verletzen. Und auch der Lehrer aus dem Nachbarhaus ist nicht die Lösung. Der gute alte Deutschlehrer, der stolz ist, dass seine kleine Schülerin plötzlich Bücher schreibt, bringt nichts. Das sind alles lieb gemeinte Menschen. Nett, ja. Man muss objektiv ehrliche Leute haben, man muss Kritik natürlich vertragen und auch letztlich für Kritik bezahlen. Ja. Sehr viel wert. Sehr, sehr wert. Ja, ja. Und das ist echt ein guter Punkt. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Fazit dabei, sich wirklich das klarzumachen, dass das viel wert ist, sowohl die Gemeinschaft als auch solche Dinge, das wertzuschätzen, was dann kommt, wenn es Kritik ist. Auch wenn es Kritik ist, dass das sehr viel Wert beinhaltet. Mhm. Man muss sich selbst einbringen natürlich. Das sollte man auch immer mit bereit sein zu tun. Weil wer da nur auf dem Hintern sitzt und sagt, ja, mal gucken, was die jetzt mir bieten. Herr Ober, bring mal das Essen so ungefähr. Ich habe er wird nicht weit kommen. Der ist dann auch unzufrieden. Und, hier gibt's, haben wir jetzt gerade erst gehabt, ja, hier in Buxtehude gibt es kein Regionaltreffen. Ja, warum machst du keins? Ja, genau. Ja, mach dein Zimmer auf, lad ein, vielleicht kommt einer, vielleicht kommen zwei, vielleicht kommen zehn. Aber irgendeiner muss ja anfangen. Und wenn man das nicht selber macht, da passiert nichts. Ja. Man kriegt das nicht geschenkt, man kriegt das nicht geliefert, auch nicht durch irgendeine Mitgliedschaft. Also das
muss man sich, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar machen. Genauso wie sich das Buch nicht von selbst verkauft, wenn man auch nicht aktiv wird. Man muss es richtig rühren. Es ist eine harte Arbeit, wie jede andere Arbeit auch. Mhm. Ich sage mal, ich arbeite im Steinbruch des Wortes. Und das ist wirklich ein Pickern mit Spitzhacke und mit kleineren Hämmerchen. Man formt, man arbeitet mit der Sprache, man kämpft mit dem Wort, mit dem Begriff, mit dem Bild, mit der Metapher. Und wer das als Arbeit begreift, der weiß also, was er auch leistet. Und wenn das Wort dann erstmal steht oder vielleicht sogar ein Buch geworden ist, dann muss er noch dummerweise weiterarbeiten. Mhm. Und nicht das nächste Buch schreiben. Ja. Also das ist, es wird sehr, sehr viel verlangt von Autoren. Ja. Ja, ich glaube, das stimmt. Das ist oft unterschätzt. Mhm. Natürlich, eigentlich ist das ein 20-Stunden-Job. Ja. Umso schwerer und ist es für die, die noch einen Brotberuf haben und natürlich auch haben müssen und dann hoffen, natürlich eines Tages das aufwiegen zu können. Ja. Also letztlich wie eine zweite Schicht, die man fährt. Ja, richtig, ja, genau. Also muss schon sehr viel Leidenschaft dabei sein, damit man da wirklich das durchhält, das auf lange Zeit durchzuziehen. Aber ich glaube, bei vielen Schreibenden ist die wirklich da. Ja. Mhm. Rupi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich würde als Fazit so ein bisschen rausziehen, es muss nicht die endgültige Entscheidung sein, Verlag oder Self-Publishing. Beides ist möglich, eventuell auch testweise auszuprobieren, ob Self-Publishing einem überhaupt liegt, dass man der Typ dafür ist, nach draußen zu gehen. Wenn man das ist, dann kann das sehr viel bieten. Es bietet aber auch sehr viel Arbeit und Vorlage, sowohl finanziell als auch zeitlich. Andersrum, wenn man zum Verlag geht, kann man nicht erwarten, dass alles erledigt ist, dass der Verlag alles macht, sondern man muss immer noch selber nach außen gehen und auch immer noch ein bisschen schauen, dass das Buch mit rauskommt. Ja. Erste Pflicht, erste Bürgerpflicht des Autors, ob Self-Publisher oder Verlagsautor, ist ein gutes Manuskript zu erstellen, ein tolles Buch, das uns vom Hocker reißt, wonach ich mir die Finger lecke, wo ich sage, Mensch, wann kommt endlich das Nächste aus deiner Feder? Das ist das Entscheidende. Alles tun, um erstmal ein wahnsinnig gutes Produkt herzustellen, was wirklich top ist. Und dann wird sich schon alles finden. Ja, ja. Auch wenn das noch Arbeit ist danach, aber ich glaube auch, das ist die beste. Ja, natürlich. Ja. Das kann ich immer nur wieder sagen. Aber ohne Arbeit geht das nicht. Ja. Bestimmt in dieser Gesellschaft nichts. Ja, aber erstmal die Basis zu schaffen, ein gutes Manuskript. Ich denke, das ist ein super, super Tipp für den Abschluss. Das ist super. Rupi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die Links, die finden sich alle eben unter dem Video, sodass auch du als Teilnehmer, als Zuschauer jetzt hoffentlich hier wieder was rausgezogen hast. Und also nicht du jetzt, Rupi, sondern der Teilnehmer der Online-Autorenmesse. Ja. Genau. Und ja, mir bleibt nichts übrig, als Danke zu sagen, dass du deine vielen Infos geteilt hast mit uns und wir hoffentlich viel daraus ziehen können. Ja, war mir eine große Freude, dich dabei zu haben. Ich habe es sehr gerne getan. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel auf einmal. Man erschrickt vielleicht, wenn man all das hört, aber man sollte auch realistisch sein. Ich glaube auch, es hilft nichts, da in Wolkenträumen zu bleiben irgendwann. Ab einem gewissen Punkt muss man die Realität irgendwo sehen, ja.